Wo muss ich lang? Ich würde sagen, ich gucke erstmal hier. Und dann, bevor ich hier weitergehe, gucke ich mir den Rest an. Aber Feuer natürlich. Nie gedacht, all das selbst zu erblicken. Einfacher durch. Die Inschrift ist durch Krallenspuren stark verunstaltet. Möge Licht von Pfad Eganus auf alle nieder. Reisen diese heiligen Länder herrschen. Wendet Antlitz seine. Okay, wir haben es verstanden. Was ist das für eine Statue? Der Engel Inarius. Ihr habt die Kathedrale des Lichts doch sicherlich schon über ihren heiligen Vater schwadronieren hören. Nun, er ist echt. Ein Engel wandelt unter uns. Und wenn er erfährt, dass Lilith hier ist, wird Blut fließen. Sie sind uralte Feinde. Sie werden die ganze verdammte Welt in ihren Streit hineinziehen. Es sei denn, wir können das verhindern. Lasst uns nicht verweilen. Kyovashad ist nicht mehr weit. Ich sag doch, dass es der Weg war. Er will, dass ich hier hochgehe. Kann er aber vergessen. Ich will nämlich wirklich alles erkunden. Wer weiß, dann finde ich ja noch eine Statue von Lilith. Kann ja nie wissen. Oh, da ist noch eine Erzader. Okay, hier geht's natürlich runter weiter. Ist hier noch irgendwas? Nicht wirklich. Zumindest nicht fürs Erste. So ganz nebenbei. Na, sobald ich den nächsten Fertigkeitspunkt habe. Obwohl. Ich bin überlegen, ob ich das tausche. Ja, okay, es kostet aber weniger. 48 Schaden. 45 Schaden. Ja, doch, ich lasse das mit dem Blutspeer. Zumindest was, das ich jetzt so sehe. Okay, irgendwas ist hier. Oh ja. Belagerte Karawane, tötet die Gegner. Haben wir doch. Vorsicht! Hoppala. Ich brauche mehr Essenz. Belebende Hinterhalt, Meisterschaft, lasst den Belebenden nicht sterben.
Dreck. Im Spiel wird zu perfekt, das heißt, das Spiel. Ich bin noch nicht bereit. Hat er jetzt überlebt? Ja, er hat überlebt. Perfekt. Große leuchtende Truhe. Notiz zum Weltereignis. Trauende Obolus. Erhaltene Obolus, indem ihr Ereignisse abschließt. Ihr könnt sie beim Kurisotenhändler ausgeben. Das war jetzt aber eine Aktion. Muss ich jetzt mal sagen. Tödliche Tulpe. Spielertitel bekommen. Das war intensiv. Aber ey, wir sind ein Level gestiegen. Was ja an und für sich schon mal sehr schön ist. Yeah. Chance auf 12 gestiegen. Ah, weiter, mein Fehler. So. Gegen Boss sogar verdoppelt. Die Leichen werden mir später natürlich was bringen, weil später bekomme ich noch meine Leichenexplosion, ne? Blutnebel erhaltet 7 Dornen. Beherrschung von Skelettkriegern. Erhöht Schaden und Leben eurer Skelettkrieger. Oh, sehr gut. Und hier ist das, was ich wollte. Leichenexplosion. Knochengefängnis. Lasst ein Knochengefängnis mit 24 Leben aus dem Boden steigen und das Zielgebiet 6 Sekunden lang umgibt. Blutende. Der Verbrauch einer Leiche erzeugt 2 Essenz. Ihr verursacht nach dem Verbrauch einer Leiche 6 Sekunden lang 3% mehr Schaden. Das sind auch alles Fähigkeiten, die ich brauche. Aber Leichenexplosion ist auf jeden Fall etwas, was ich will. Leichenexplosion einmal und danach dreimal hier. Weil meine Skelettkrieger 45% mehr Schaden insgesamt wäre super. Ich finde, als Totenbeschwörer muss ich mich so hauptsächlich um meine Beschwörungen kümmern. Mehr Essenz. Zum Beispiel hätte ich jetzt Leichenexplosion, hätte ich die jetzt einfach explodieren lassen können. Hätte mir das ein oder andere gespart. Okay, hier oben ist nichts mehr. Na, und sonst ist allgemein auch nichts mehr. Okay, wir können weiter. Wir können einfach weiter. Anscheinend sind wir jetzt in einer Art Stadt.
Um die Stadt zu betreten, müsst ihr zuerst... Dafür bleibt uns keine Zeit. Hier. Reifübung. Was hat es damit auf sich? Ach. Wer Kiowa-Stadt betreten will, muss ein Läuterungsritual durchlaufen. Eine bedeutungslose Geste. Doch manche finden Trost darin. Wie könnt ihr es wagen? Lasst ihn passieren, Junge. Ich habe jahrelang versucht, Lorat zu dem Ritual zu überreden. Nun gut, aber der bleibt hier. Wir treffen uns drinnen. Nehmt ein Stück heiliges Zedernholz vom Schrein und schreibt die Sünde darauf, die auf euch lastet. Dann werft es in die Feuerschale. Wie das Feuer das Holz verbrennt, wird das Licht eure Sünde verbrennen. Tja, aber wir haben keine Sünde. Schnitzt Furcht in das Holz, Wut, Stolz, Gier. Ah. Wir sind Totenbeschwörer. Wir wollen möglichst stark werden. Also wir sind gierig nach Stärke. Gier. So. Es ist vollbracht. Gut. Ihr müsst das Gefühl haben, dass euch eine große Last von den Schultern genommen wurde. Ja, ganz sicher. Willkommen in Kiowa-Stadt. Ihr kennt Lorat? Nun, ein Mann dieses Alters hat dunkle Zeiten erlebt. Das erklärt, warum er so verärgert ist. Gut zu wissen. Ich bin zu sicher, dass ich mit meinen Skeletten hier einfach rein kann. Vorrangige Quests führen eine neue Funktion in unser System ein oder schaltet diese frei. Okay, also hier können wir quasi Quests annehmen. Uiuiuiui. Das sind die ganzen Nebenquests. Okkultist, Juwelenschmied, Wegpunkte. Interessant. Würde ich sagen, gucke ich mir erstmal alles an, bevor ich weitermache. Sucht euch einen anderen Ort zum Aufwärmen. Ich war zuerst da. Ja, wir gehen ja schon. So, was gibt's hier Schönes? Hinsetzen bringt uns gar nichts. Alchemist. Auf Bestellung gebrauchte Mittel. Oh, hier können wir verschiedene mit verschiedenen... Spielerstufe 90, oha. Hier, wir können sogar selber herstellen. Schwaches Elixier der Eisenstachels. 30 Minuten lang die Rüstung um 50 Dorn, um 25 und die Erfahrung um 5%. Oh. Okay, bevor ich irgendwas weitermache. Schrott. Na, ich will die Sichel behalten, wenn ich ehrlich bin. Ja, nehmen wir das. Einfacher Dolch. Kritischer Trefferschaden. Nase weg. Weg, weg. Weg, weg, weg. Foliant. Oh, alles plus 3 oder Intelligenz hoch. Gucken wir mal. Wo sind die denn hier? Intelligenz 19. Das ist quasi um 5 erhöht. Waffenschaden 56. Die Angriffsstärke sogar um 1 erhöht. Kostenreduktion für Essenz. Na gut, kann ich auch was tun.
Noch besser. So, alles Schrott. So. Ressourcen verfeinern. Eisbeere, dafür brauchen wir Galgenrebe. Für Galgenrebe brauche ich eine Weißbeere. Ah, perfektes Gleichgewicht. Das ist cool. Okay, stellen wir das einmal hin. Gebrauchsgegenstand. Heilt sofort 17 Leben und im Verlauf von 3 Sekunden 35% aus maximales Leben. Okay, und das kann ich einfach machen, wenn das irgendwas ist. Okay, das ist cool, das mit den Lexien. Zumindest finde ich das ziemlich cool. Aber reden wir mal mit unserem Kumpel. Vielleicht hat er ja noch was Schönes für uns. Wer weiß. Also, was habt ihr auf dieses Stück Kreuz geschrieben? Vielleicht etwas über Gier und Völlerei. Führung der Mutter. Nun, ich glaube, es spielt keine große Rolle. Begrenzter Zugang. Schreitet in der Kampagne voran und schließt Reittier Donners Gefallen ab, um Zugang zum Reittier zu erhalten. Reittierrüstung. Trophäen. Händler haben wir nicht. Möge euer Weg ruhig verlaufen. Hier, ein Pferd wollt ihr irgendwo ich hin? Ich werde mich in die Trockensteppe begeben, um den Fallenmann aus eurer Vision zu suchen. Ich muss wissen, welche Rolle er bei all dem spielt. Doch während ich meinen Handel abschließe, müsst ihr noch etwas beschaffen, das mir gehört. Ein Händler im Zentrum der Stadt hat es. Sagt ihm einfach, dass ich euch geschickt habe. Okay, was können wir fragen? Liliths Rückkehr wurde prophezeit. Es gab eine Prophezeiung, ja. Sie sagte den Aufstieg der großen Übel voraus. Die Rückkehr von Lilith und Inarius. Den Untergang unserer Welt. Inarius hat die Prophezeiung für seine eigenen egoistischen Zwecke adaptiert. Sie in die Predigten der Kathedrale des Lichts eingeführt und es so klingen lassen, als wäre er der Held, der uns rettet. Hui, erzählt mir von Inarius. Die Kathedrale liebt es, von ihm zu schwärmen. Seine Gefangenschaft in der Hölle, seine heroische Flucht, seine glorreiche Rückkehr hierher, in die Welt, die er erschuf. Aber sie erwähnen nie, dass man durch jahrtausendelange Folter in der Hölle ein ziemlicher Arsch wird. Was hatten die Dorfbewohner in diesen Ruinen vor? Opfern, Dämonen beschwören. All die wunderbaren Gaben von Lilith verfeinern. Okay, und schließen. Hier oben. Aber wir gucken uns natürlich. Ah. Ich gehe erstmal nach links. Schartige Hufe, Senkrücken, trübe Augen. Hier interagieren. Der Preis, den ihr verlangt, ist geradezu sündhaft. Erst letzte Woche habe ich die Hälfte davon für Karotten bezahlt. Ja. Wenn ihr so weitermacht, sind wir zum nächsten Mond entweder mittellos oder verhungern. Tja. Das ist natürlich doof. Gucken wir mal weiter. Was gibt's hier so alles schön? Mit dir. Okkultrezept. Skorpiongift, Schwefel, Galgenrebe, Ziegenherz, Knochenstaub. Eine Fiole vom Blut des Subjekts. Okay, kann ich definitiv noch nichts machen. Seht ihr diese Narren da bei der Kathedrale? Mit dir auch noch nichts, aber mit dir. Ringe. Oh, wieder. Stand gegen Blitz und Schatten. Wie die Hunde. Gegen Kälte und Wärme. Hier erstmal unseren Ramsch verkaufen.
Bringt uns aber nichts Großartiges. Okay. Was gibt's denn hier? Kommode? Ah, hier kann ich meine Rüstung optisch anpassen. Na, no, das passt aber. Grabstein, Na, no, alles, das passt so. Beutetruhe. Kauf einen zusätzlichen Beutetruhefach, um die Kapazität eurer Beutetruhe um 50 Plätze zu erweitern. Ah, Bearbeitungsreiter. Ja, dafür brauchen wir jetzt aber nichts. Okay. Ich würde sagen, gehen wir einmal in die Mitte. Seid ihr Mitglied der Kathedrale? Ich war nie religiös, bis ich Zeugin eines Wunders wurde. Inarius selbst hat einen Mann mit dem Licht gesegnet. Er stand auf und konnte zum ersten Mal seit Jahren gehen, gleich an Ort und Stelle. Das Licht ist real, mein Freund. Findet Trost darin. Was wisst ihr über die Prophezeiung? Man hört überall davon. Der große Krieg gegen das Böse. Der Tag, an dem Inarius uns alle mit in den Himmel nimmt. Glaube ich nicht dran. Ich hoffe, dass meine Katze ebenfalls mit uns kommen kann. Erzählt mir von den Pilgern Tag hier. Tag und Nacht strömen sie in die Stadt. Höfliche Leute. Und sie zahlen ihre Rechnungen. Was man von einigen Ortsansässigen hier nicht behaupten kann. Hm. Okay. Wir müssen ja nicht mit allen reden. Oder? Muss ja nicht sein. Oh, okay, hier geht's da weiter. Weltstufenstatue. Ja, gucken wir uns das mal an. Generationen lang hat die Hölle selbst Vater Inarius eingesperrt. Aber sie konnte ihn nicht brechen. Er hat seine höllischen Fesseln abgelegt und ist zu uns zurückgekehrt. Gewache, Bosa. Und jetzt wird er die Gläubigen erzählt auf den mir von Kyoshaf. Verdammt kalt, oder? Aber wenigstens sind wir sicher. Jenseits dieser Mauern herrscht Dunkelheit. Wie ergeht es der Stadtwache? Die neuen Milizrekruten trainieren Tag und Nacht. Sie haben etwas Lob verdient. Aber ich kann nicht zulassen, dass sie mich als Weichling sehen. Würde es euch etwas ausmachen, sie für mich anzufeuern? Schnelles Geld für euch, mehr Selbstvertrauen für die Rekruten. Und ich bleibe weiterhin ein harter Hund. Alle bitte.